Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Sofort. Patrick ist da. Hallo, Patrick. Moin. Schön, dass du bar bist. Schön, dass du bar bist. Inifte Friends. Inifte Patrick Ösi LP. Continuell. Der Ösi LP hat übrigens eine eigene Facebook-Seite, habe ich gesehen. Die ist ganz toll. Ne? Also, alle Mann mal reingucken. Ist total super. Da gibt es nackte Ösis und. Jetzt enge Propaganda machen. Und enge Dirndls. Ja. Es lädt noch. Ach nee. Ach Ela, du bist die neue Nummer, hat mich schon gewundert. Ach ja, übrigens, was ja witzig ist, der Absturz ist jetzt bei Nacht und man nimmt ja das Survival Book jetzt selbstständig auf. Okay. Und ich habe das aufgenommen, habe das nur so reingestellt und das hat 33 Aufrufe, also bei mir ist das recht viel, nur für 1,5 Minuten. Nur für den neuen Absturz, oder was? Ja. Ja. Läuft bei dir, würde ich sagen. Ich finde es eigentlich nur witzig. Toll, ich habe schon wieder Hunger. Aber das macht nichts, denn wir haben ja hier zum Glück wieder ein Happy Meal liegen. So. Das oh. Happy Meal, du. Oh, das ist voll los. Voll super immer. Ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich allein an diesen Flugzeugfraß denke, ey. Das ist einfach nur. Na egal. Wir wollen uns ja jetzt hier nicht beschweren. Wir können damit überleben. Was ist mit meiner Maus los? Die ist ja. Irgendwie die Sensitivity umgestellt oder so? Das ist total aggressiv. Man weiß es nicht. Nee, habe ich eigentlich nicht. Vor allem bin ich überall disabled. Anti-aliasing disabled. Bin ich bescheuert? Ach ja, hast du das schon beim. Anfangsscreen bemerkt, dass wenn die Fledermäuse vorbeifliegen, dass sie dann Geräusche machen und öfter vorbeifliegen. Und warum habe ich einen Molly in der Hand? Weiß ich nicht. Achtung. Es ruckelt. Gesundheit! Ich habe Steine vor der Tür. Genießert habe ich. Maus-Sensitivity, ich drehe die mal ein bisschen runter. Alter, die ist ja noch schlimmer jetzt. Boah, ich komme mir vor, als hätte ich getrunken. Ach, warte mal. Habe ich ja gar nicht. Moment. Unser Bälleparadies ist weg. Ist das nicht traurig? Die korrekte Antwort lautet ja. Und du müsstest anfangen ja, zu nein, rein. Vielleicht. Oh, what? I like Steine. Boah, mein Handy vibriert in einer Tour. Ist schön. Also, wenn man sich das auf den Schoß legt, meine ich jetzt. Oh! Blümchen. Ich mag Blümchen. Das ganze Grünzeug ist auch schon wieder nachgewachsen hier. Irgendwas stimmt mit meinen Einstellungen nicht. Hm. Blöd. So. Na egal. Ach ja, wenn du jetzt Wurfsachen hast, das hat sich auch ein bisschen verändert. Hat es? Ja. Wie hat es sich denn verändert? Beim Zielkreis hast du da noch so eine komische Lichtsäule, kann man fast sagen. Was für ein Zielkreis? Bei den Wurfgegenständen. Ich wiederhole meine Frage. Was für ein Zielkreis? Nimm's in die Hand und dann weißt du's. Ich nehme doch nicht in die Hand. Alter, du bist ein Ferkel. Ich nehme doch nicht einfach alles in die Hand hier. Was du mir so entgegenstreckst. Ja, was denn? Ich komme vom Sport. Ich bin ein bisschen kaputt. Ich rede Unfug. Ja. Die Ela hat mich wieder überfordert. Och, wie schön, dass alles wieder weg ist. Was weg ist? Also die Bäume. Nee, ein paar sind da, also mehr als vorher. Glaube ich. Weiß ich nicht ganz genau. Also ich vermute, sind ein paar mehr, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Ich könnte mich auch irren. Nö. Nee, ich bezweifle es. Ich habe gerade hier irgendwie Steinmangel. Ich könnte mal wieder diesen. Wer war eigentlich hier an dem Steinlager dran? Hier fehlen Steine. Die hier Video Scotchy heute. Nein, gestern, Patrick. Du musst mal ein bisschen mitdenken. Du musst zeitversetzt denken. Ja, ach. Gestern, heute, während der Aufnahme. Luchi, 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 komm her. Ey, hallo? Wenn ich sage Luchi, komm mal her, ich muss dir was Tolles zeigen, dann hast du auch hier zu bleiben. Mann. Wir hatten noch Holz vom Haus, ne? Ja, ganz viel habe ich gesehen. So zwei Wägelchen voll. Ganz dezent. War hier nicht mal eine Tür? Ach, da ist die Tür.
Ach ja, richtig, da hat ja der, da hat ja dieser unwirsche Nachbar letzte Mal ein bisschen, ne? Aufgeräumt. Türe, öffnen Sie sich! Ja, ich. Ich glaube mal ganz kurz eben hier Logslet. Ich fahre mal ganz kurz eben das Holz hier in Sicherheit. Nicht, dass gleich draußen wieder Machen irgendwie Sie so ein Onkel das. kommt und sagt, das ist mein Holz. Hi, Onkel. Ey, hör auf hier. Nee. Total unwitzig, ja? Junge! Hör auf, die Bären zu essen und nimm den Wagen, ey! Super! Ist toll, wenn der Griff genau in so einem Bärenstrauch drin steht. Bisschen. So, jetzt ernsthaft die Tür offen. Was? Oder? Was hab ich? Ich hab die Tür gerade wieder zugemacht und ich, Ja, nachdem ich rausgelaufen bin. Ja, ich. Was rennst du auch durch meine Tür durch, wenn ich hier am Arbeiten bin, ne? Das macht gar keinen Sinn. So. So. Und wieder Steine sammeln, wie damals. Wie damals in der Steinzeit. Hast du nicht gesagt. Nee, habe ich auch nicht. Das war nur eine Illusion, Patrick. Nur eine Illusion. Nichts passiert, Ich alles in dachte, Ordnung. Illusionen sind Sachen, die man sieht, aber nicht da sind, nicht die man hört und nicht wahr Ach, sind. das war auch bestimmt eine. So. Okay, jetzt bin ich oben auf dem Dach. Ja, Patrick, ich habe ein Problem. Siehst du mich gerade? Ah, jetzt bin ich. Ja. Ich habe den einen mal hier oben geparkt, ne? Ich finde den ganz schick Ach, hier. Gottchen. Es fehlt noch ein einziger. Ach Das ja, ist ja genau. typisch. Die großen männlichen Einwohner und die zwei Mutanten sind jetzt, wenn du sie attackierst, aggressiver. Okay, das heißt, die machen erstmal relativ wenig, bis du sie antatscht. Oder ich weiß nicht, ob sie weniger oder gleich viel machen, aber wenn du sie dann schlägst, sind sie aggressiver und vielleicht schneller, glaube ich sogar. Was der auch in gewisser Weise Sinn macht, ne? Also wenn man dir einen aufs Dach gibt, dann wirst du auch aggressiver, glaube ich. Schon, ja. Also, ja. Ich glaube, man reizt sie auch irgendwie schneller. Das weiß ich nicht. Irgendwie sowas stand drin. Ja, ich habe wieder nur ganz sporadisch überflogen. Habe ich gemerkt. Ich habe nur gesehen, Ding 1 und 2 und da war das Ding schon fertig geladen, da konnte ich nicht mehr. Ich war ja unter Zeitdruck, ich hatte ja keine Zeit. Ne? Ist ja das große Problem der Probier's mal heutigen. aus. Nimm jetzt ein Nee, ich baue gerade den Werkzeug. Steinweg fertig. Ja, ich baue ja auch mit. Drin. Ja, aber ich bin nicht so gut wie du. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Ich muss erst die eine Sache fertig machen. Sonst komme ich durcheinander. Und du weißt, es ist nicht gut, wenn ich durcheinander bin. Ich find's witzig. Ja, dann verschusle ich aber alles. Noch ein Stein. So. Kleinstein. So, ich weiß gar nicht, wer gesagt hat, dass ich hier irgendjemand mal am Steinlager dran war. Das Hat ist der ja wohl Händler auch das nur. Steinlager wieder nachgefüllt? Nein, nein, ich habe das nicht nachgefüllt. Aha, also warst das doch du. Hä? Ich habe gesagt, ich habe das nicht nachgefüllt. Ja, also Verstehe warst die das du. Ohren. Nee, nicht das warst du, sondern das andere warst du, oh Gott. Hast du gerade auch dieses Kichern gehört? Ah, moin. War ich ausnahmsweise mal Ups, nicht? hat mich der gerammt? Achso, du spielst also schon draus mit denen. Mit einem zumindest, ja. Okay, Entschuldigung, ich spielte mit einem. Ja, der Patrick und seine Bespielen. So, na egal. Zünde Waffe an, kletter worauf und dann sieh dir das Resultat an. Ich zünd eine Waffe an, dann kletter ich irgendwo raus und guck mir das Resultat an. Ja, man muss doch die Updates zeigen. Ja, man könnte das auch machen, wenn es dunkel ist. Nö. Nur so nebenbei. Oh, jetzt kletter ich hier hoch. Hab mir die brennende Axt in die Hosentasche gesteckt wahrscheinlich. Nee. Ich hab wieder einen Lappen drum. Ja, einen verkokelten Lappen. Naja, für mich sieht das eher aus wie. Ich weiß nicht, maximal pigmentierter Lappen, aber. Oh, ein Tennisball.
Au. Au. Ist der Weg hier fertig bis hierhin? Cool. Blätter. Oh, sind schon ein paar Meter vom Weg jetzt fertig, ne? Ist cool aus. Schon. Vor allem das Wichtigste ist, du kannst damit Logsled einwandfrei rüberlaufen. Ja. Nicht, dass diese Steine eventuell irgendeine physische Bedeutung hätten. Nein, nein. Man hey, kann die einfach sei ignorieren. Froh, sei froh, dass du mit dem Logsled rüberkommst. Weil stell dir vor, du kannst da nicht da rein. Ja, das wäre blöd, aber richtig. Naja, nein, wenn du dann irgendwie rückwärts schiebst und ein bisschen aufhebst, würde das wieder rübergehen. Also so gesehen, es fehlt zwar die Konsistenz, aber theoretisch passt das dann auch wieder, weil man trotzdem durchkommt. Da hinten ist er. Hi, jappa! Was? Du hast den Arm Stein auf den Weg gehaut? Nein, das war ein Steinchen, ein Kieselsteinchen. Ein zartes, harmloses Kieselsteinchen. Was auch ganz schnell lauer machen kann. Je nachdem, mit welchem Körperteil du das fängst. Nasenrücken tut weh, ja. Ja, Kopf tut weh, ja, stimmt ja. Ja, deswegen fängt man normalerweise auch nicht mit dem Kopf oder mit den Zähnen, sondern eher mit den Händen. Also zumindest hier in Deutschland machen wir das so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aufgrund eurer Sprache könnte man meinen, dass ihr öfters mit dem Kopf fangt, aber das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Naja, wenn man schnelle Reflexe hat und mit dem Mund schnell zuschnappen kann wie ein Krokodil, dann ja. Ja, stimmt, das ist natürlich. Der Stein aber auch im Magen drin wahrscheinlich. Ich glaube auch. Daher kommt also der Spruch, man hat Steine im Magen. So ähnlich. Oder der Urinstein kommt vielleicht auch daher. Stimmt. Themen, die Welt begeistern. Naja, vielleicht ist das ja noch ein Instinkt, oder wie soll ich sagen, oder vielleicht von den Dinosauriern, weil die Pflanzenfresser haben ja auch Steine geschluckt, damit sich das alles, damit sie das halt verdauen können. Das macht Sinn. Nee, wirklich? Ja, ich glaube dir. Ich bin nur verwirrt. Ich esse eher selten Steine, um Pflanzen zu verdauen. Ja, ich meine ja, vielleicht haben sich manche Menschen da ein Beispiel genommen. Ja, wahrscheinlich heißen sie Kevin. Oder Kevin, genau. Um das Klischee mal ganz kurz eben wieder anzureißen. Nein, ich hält. Oh, ein Stein. Oh, noch ein Stein. Ich mag Steine. So, Holz ist gleich alles abgearbeitet, ne, hier? Ist nichts mehr da. Ja, und ich brauche Stein. Alles weg, Fujigato. Wie lange haben wir denn noch? 2 Minuten noch, aber dann sind wir schon wieder fertig. Och Mann. Also falls du den letzten Logsled sucht, der chillt auf dem Dach, ne? Weißt du Bescheid. Auf dem Dach oder auf dem Steg? Ja, auf dem Steg da oben. Aber der Steg ist ja gleichermaßen auch ein Dach. Also zumindest da, wo das Holzlager drunter ist. Ein Carport. Ja. Achso, Stick. Nein, jetzt brauchen wir hier natürlich 5. Hast du noch irgendwo einen Lock gerade mal zufälligerweise? Natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Ach ja, weißt du, was das Beste am Update ist? Man kann auch Dynamitsteine jetzt gezielt an Bäume pflastern. Super. Mhm. Und das ist gut? Ja, schon. Ich meine, das ist ein kontrollierbarer Fällvorgang. Ja gut, das stimmt natürlich. Und wer in Physik aufgepasst hat, weiß auch, dass es total normal ist, dass man Dynamit einfach so an Bäume pappen kann. Naja, theoretisch, wenn du ein Loch reinschlägst in den Baum und das Dynamit dann reinsteckst, ja. Ist richtig. Aber warum sollte ich das machen? Ich könnte doch auch einfach ein bisschen Panzertape nehmen. Was bestimmt ein Passagier hier im Rucksack hatte, oder im Koffer vielmehr. Ich meine, wer reist bitte ohne Panzertape? Hallo? Ja, stimmt. Sie Myth passt das. So, ich glaube, wir können unseren Planschpool dann jetzt hier auch fertig bauen gerade mal, oder? Eigentlich müssten wir das höher bauen und dann irgendwie wenn reinschubsen. Gorbi zum Beispiel. Ich wollte es nicht so direkt sagen, aber ja. Ja, er muss halt leiden. Es gibt Überraschungsmomente, hallo? Also, pst. Ach so, ja. Ah, der guckt das eh nicht. Weißt du, der ist doch so ein Penner. Ich glaube, irgendwann haut er mich, wenn er die Möglichkeit dazu hat.
Der hat uns sowieso, wenn jemand, also wenn wir kämpfen. Ach so, stimmt auch wieder. Wir kriegen ja regelmäßig Schelte. Von Gorbi. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen mal speichern, weil wir sind nämlich am Ende der Folge angekommen für heute. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen in der nächsten... Dankeschön, das waren meine... Edgy Bitch. In der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und Tschüssikowski.